Dies ist Dreamlight Valley. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Disney's Dreamlight Valley. Ich bin so froh, dass du hier bist. So, diesmal sind wir bei Mirabelle und schauen mal, was ihre Level 10er Aufgabe ist. Hey, Xax, ich habe etwas Seltsames in meinem Haus gefunden und könnte deine Hilfe gebrauchen. Hast du vielleicht kurz Zeit? Ein weiteres Rätsel? Aber auf jeden Fall. Okay, also, dieses zerrissene Tuch flog gerade unter einer Theke hervor. Die Lichter fingen an zu flackern. Die Holzdielen des Bodens schoben es näher zu mir. Minikasita wollte sicher gehen, dass ich es sehe. Oh, es kommt mir bekannt vor, aber ich kann es nicht einordnen. Ich weiß, dass es wichtig ist. Kannst du vielleicht helfen? Was brauchst du denn? Oh, könntest du das zerrissene Tuch ansehen? Vielleicht fällt dir daran jetzt irgendwas Ungewöhnliches auf. Und mit etwas meine ich natürlich alles. Na gut, dann wir können es mal probieren. Zeig mal her das Ding. Okay, das ist ja wirklich ein zerrissenes Tuch. Wir müssen uns bald wieder ein unterhalten. Fest der Freundschaft. Ein zerrissenes Tuch. Benutzen. Wir decken bestimmt eine Erinnerung auf. Oh, wie cool ist das denn? Ein Essen. Mit Anna, Vajana, Elsa. Oh, ein Stuhl war leer. Saßen wir da etwa drauf? Ach, nicht Anna. Elsa. Anna war nicht dabei. Doch, Anna war dabei. Anna, Elsa, Vajana, Mirabelle. Hm. Minnie fehlt vielleicht dir noch als weibliche Person. Oder halt wir. Okay. So. Hey, wo ist sie hin? Sie hat sich verdünnisiert. In unserem kleinen Halloween-Bereich. Fühlt sich hier wohl, was? Hier ist schön gruselig. Ah, genau das ist es. Das Tischtuch. Ah, für den Tisch der Madrigals. Jetzt weiß ich es wieder. Vajana, Anna, Elsa und ich. Wir waren so gut befreundet. Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Es war unglaublich. Vajana erinnerte mich immer an meine Schwester Luisa. Sie ist immer so stark und beschützend. Und ja, was ist mit Anna und Elsa? Ah, nun, ich habe viel mit Anna gemeinsam. Wir haben beide Schwestern, die magische Gaben besitzen. Wir hingegen nicht. Außerdem sorgen wir beide gern dafür, dass alle glücklich sind. Hm? Naja, und Elsa? Zuerst dachte ich, sie wäre so eine Senorita Perfecta, wie Isabella früher. Aber sie ist so nett, wenn man sie erstmal richtig kennengelernt hat. Wir versammeln uns für Partys um den Tisch der Madrigals oder erlebten Abenteuer. Wir hatten so eine schöne Zeit. Oh, ich wünschte, es wäre immer noch so. Das vergessen. Oh, es hat so viel genommen. Naja, beginnen wir doch einfach damit, den Moment der Erinnerung nachzustellen. Hast du eine Idee, wo wir anfangen können? Ah, nun, ich denke, wir könnten damit beginnen, nach dem Tisch der Madrigals zu suchen. Aber ich habe ihn nirgendwo gesehen, seit ich zurück bin. Ah, die Erinnerung fand am Strand statt. Vielleicht können wir dort einen Hinweis finden, wo das geschehen ist. Wiedersehen! Ich bin so froh, dass du hier bist. Lass uns abhängen. Und dann gehen wir doch einfach mal gemeinsam zum Strand und schauen, ob wir irgendwas finden können. Irgendein Hinweis auf den Tisch. Ich glaube nicht, dass der Tisch einfach so da so rumsteht am Strand. Aber wir können hier natürlich auch ein bisschen aufräumen. Wenn wir schon mal hier am Strand sind. Die Frage ist, ob wir was ausgraben müssen. Ein Hinweis. So. Da hinten ist auf jeden Fall noch eine Truhe.
Und hier gibt es jede Menge Sand. So. Oh, hier ist schon was. Ich glaube, hier ist irgendwie ein Holzschild oder sowas am Boden. Das sieht mir ganz danach aus, als könnte das was damit zu tun haben. Oh, wir suchen weitere Stücke. Das war nur ein Stück. Okay. Da sehe ich auf jeden Fall noch ein zweites. Nummer zwei und eine Truhe. Sehr schön. So. Da drüben liegt nichts, glaube ich. Wir laufen erstmal hier den Strand ab und wenn wir doch nicht alles finden, gucken wir doch nochmal darüber. Hier habe ich echt lange nicht mehr aufgeräumt. Woody macht hier gerade eine Pause. Oh, da ist auf jeden Fall noch ein Vergraben. Dann müssen wir vielleicht doch nochmal zur Insel gucken. Wenn das auch vergraben sein kann. Weil hier sieht es nicht so aus, als wäre hier noch was. Dann müssen wir nochmal zurück. Gucken wir doch nochmal hier rüber. Aber vergraben ist hier jetzt auch nichts. Okay, haben wir auf jeden Fall hier auch ein bisschen aufgeräumt. So, dann müssen wir hier nochmal genauer gucken. Hier auf der Wiese vielleicht irgendwo. Da ist was verbuddelt. Wie konnte ich das denn übersehen? Okay, vier Stücke. Hast du den Tisch gefunden? Bitte sag ja. Naja, nicht ganz. Wir haben da ein paar Stücke gefunden. Er ist leider zerbrochen. Aus diesem Grund klettert man nicht auf Möbel. Tut mir leid. Ah, das ist schon in Ordnung. Ah, ich glaube, als alle weggingen, wurde er dort vergessen und von den Gezeiten weggeschwemmt. Wie alle Erinnerungen an unsere Freundschaft. Ah, vielleicht war das alles eine schlechte Idee. Vielleicht kann man etwas, das man verloren hat, nicht zurückgewinnen. Das stimmt nicht. Wir können den Tisch reparieren. Das war nämlich keine schlechte Idee. Ah, gib mir ein paar Tage. Ich denke, ich kann das in Ordnung bringen. Ich muss nur mal mit ein paar Leuten reden. Was? Überbringen die schlechte Nachricht über den Tisch? Haben wir das schon gemacht, oder? So, mit Vajana und wir müssen Anna die zerbrochenen Stücke bringen. Okay, also gehen wir zuerst zu Anna oder... Gehen wir zuerst zu Vajana. Die ist ja gleich hier oben. Hey, Vajana! Hey! Hey, was kann ich für dich tun? Ja, weißt du noch, dass du früher mit Mirabelle, Anna und Elsa befreundet warst? Oh, das ist ja witzig! Daran habe ich neulich erst gedacht. Aber wir hatten so viel Spaß zusammen. Pass mal auf, Vajana. Ich plane deshalb ein Freundschaftsfest zu veranstalten. Und ja, ihr seid nämlich alle wieder im Tal. Oh, darauf freue ich mich auf jeden Fall.
So, pass mal auf. Ich möchte, dass es ein Geschenk für Mirabelle wird. Ich habe vor zu kochen und ich habe mich gefragt, ob du vielleicht bei irgendwas helfen könntest. Ich habe hier so ein paar Teile von einem kaputten Tisch. Oh, ich helfe gern. Vielleicht könnte Anna bei der Reparatur vom Tisch helfen. Sie könnte Christoph und Elsa um Hilfe bitten. Ich bin sicher, dass sie Spaß an diesem Projekt hätten. Ah, und ich kann dann, naja, aus einem alten Segel eine neue Tischdecke machen. Oh, gib mir einen halben Tag, dann ist es fertig. Kein Problem, großartig. Und ich werde dann mal das Kochen übernehmen, denke ich. Gibt es irgendwas, was du besonders gerne magst? Ah, ich möchte Buñuelos für Mirabelle machen. Deshalb habe ich mich gefragt, was du gerne hättest. Ja. Vielleicht eine große Meeresfrüchteplatte? Das hat mir Remy gegeben. Darauf ist eine Zeichnung von mir. Oh, ein Rezeptbuch. Danke, Vajana. Das wird eine große Hilfe sein. Sehr gut. Aber die Platte, die wissen wir schon, wie sie funktioniert, oder? Hier. Wobei die große Meeresfrüchteplatte? Okay, kennen wir schon. Und Anna müssen wir jetzt die zerbrochenen Teile bringen. Mirabelle läuft einfach hinter uns her, hat von nichts mitbekommen. Das wird eine Überraschung für sie. Also, immer schön die Ohren zu halten. So, dann schauen wir doch mal. Einmal Anna in ihrem Schloss besuchen. So, die kann uns bestimmt helfen. Hey Anna, guck mal, was wir hier haben. 4 Teile von einem kaputten Tisch. Hallo. Okay. Was ist das? Warum gibst du mir zerbrochene Tischstücke? Ah, Moment mal. Ist das der Tisch der Madrigals? Ja, das ist er wohl, aber er ist kaputt und ich würde ihn gern reparieren, um Mirabelle wieder glücklich zu machen. Oh, das ist eine tolle Idee. Mirabelle ist so nett. Ah, oh, du hast recht. Lass uns das für sie machen. Wow. Und ich habe eine Idee. Ich werde Christoph und Elsa bitten, uns zu helfen, den Tisch als Geschenk für Mirabelle zu reparieren. Christoph kann dabei helfen, ihn zu reparieren. Und wir können ein paar neue Stühle bauen. Oh, vielleicht kann Elsa ihre Kräfte nutzen, um das Holz zu dekorieren. Ah, oh, das wird Spaß machen. Und dann können wir eine Party schmeißen, um unsere Freundschaft zu feiern. Aber was ist eigentlich mit Vajana? Sie hat uns immer mit diesen Partys geholfen. Ich habe bereits mit Vajana geredet, Anna, keine Angst. Sie macht eine brandneue Tischdecke aus einem alten Segel. Und ich kümmere mich dann mal um das Essen. Und ich schlage Buñuelos vor, um Mirabelle zu feiern. Und eine große Meeresfrüchteplatte für Vajana. Gibt es etwas, das du und Elsa gerne isst? Das haben wir, ich sag das schon wieder Anna drüber. Schokolade, definitiv Schokolade. Vielleicht könntest du ein paar Schokokekse backen. Ah, Remy hat sie uns probieren lassen. Ah, und sie sind köstlich. Er gab mir hier dieses Rezeptbuch, als ich sie mal selbst machen möchte. Du kannst es dir ausleihen. Schokokekse wissen wir aber auch schon, wie es geht. Aha. Ah, ich mache mich dann mal an die Arbeit mit dem Tisch. Aber wir werden wahrscheinlich einen Tag brauchen, um ihn zu reparieren. Okay. Wir haben ein Rezeptbuch. So. Dann machen wir uns mal an die Arbeit. So, ich gehe am besten mal in unser Haus rein, dann können wir gleich unsere Energie noch ein bisschen aufladen. Also, ach, wir müssen ja in die Küche. So, haben wir die? Sehr gut. Dann einmal Buñuelos. Dann brauchen wir einmal eine große Meeresfrüchteplatte.
mit 4 Muscheln. Oh, das sieht gut aus. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Schokoladenkekse. Sehr schön. So. Warte, bis alle ihre Aufgaben erledigt haben. Das heißt, wir müssen jetzt auf Anna, Elsa und Christoph warten. Oder müssen wir zu ihnen? Ein Tag warten. Ist das wirklich so? Müssen wir wirklich jetzt einen halben Tag warten? Oder sogar einen ganzen Tag, bis die fertig sind? Wir gehen mal ganz kurz zu Vaiana und schauen einfach mal nach. Du bist ja bezaubert. Aber es ist gut möglich, dass wir hier warten müssen. Ja, das sieht Hallo. So aus. Ja, ich glaube, wir müssen wirklich warten. Bis bald. Das war also kein Scherz, dass sie einen Tag brauchen werden, um das irgendwie fertigzustellen. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier eine kurze Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn Anna, Elsa und Christoph mit dem Tisch fertig sind. Und Vaiana mit der Tischdecke. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Und jetzt ist ein Tag vergangen. Und wir müssen Anna die Gerichte bringen. Dann gucken wir doch mal, wo die sich rumtreibt, unsere liebe Anna. Ach, direkt hier um die Ecke. So, Anna. Guck mal hier, wir haben die Gerichte vorbereitet. Hey, du bist hier. Ah, wow, das Essen sieht so lecker aus. Ah, Vaiana hat mir die neue Tischdecke gebracht. Und Christoph, Elsa und ich haben den Tisch und die Stühle fertiggestellt. Oh, jetzt muss ich nur noch alles vereinen. Tada, es ist fertig. Okay. Hier. Oh, das sieht ja super aus. Oh, jetzt musst du nur noch Mirabelle einladen. Dann können wir mit dem Fest der Freundschaft beginnen. Okay. So, dann müssen wir nur noch zu Mirabelle. Einmal hier hoch, sie ist zu Hause. Dann laden wir sie mal ein. Hey, Mirabelle. Guck mal. Hola. Oh, hallo. Aha. Oh, ich bin immer noch ein wenig traurig darüber, dass der Tisch irgendwie nicht mehr so ganz ist. Ja. Also nicht, weil er kaputt ist, sondern auch wegen dem, was er repräsentiert. Oh, die Dinge fühlen sich ja einfach nicht mehr so an wie früher. Aber guck doch mal, wir haben den Tisch repariert. Dann würde es sich nämlich jetzt hier freuen zu erfahren, dass der Tisch der Madrigals so gut wie neu ist. Aha. Was? Dank der Bemühungen von Anna, Elsa und Christoph und Vaiana sind wir bereit für ein echtes Fest der Freundschaft. Genau wie vor dem Vergessen. Na, was sagst du dazu? Wirklich? Oh, das ist ja unglaublich. Etwas sagt mir, dass du eine Menge damit zu tun hattest. Naja, wir haben nur ein bisschen gekocht. Oh, ich bin sicher, dass da noch mehr dahinter steckt. Na dann, ich denke mal, ich werde den Tisch des Festes der Freundschaft in der Nähe von Minikasita aufstellen. Vielleicht ändere ich dann noch mein Outfit passend zu diesem besonderen Anlass. Was meinst du? Oh, das ist eine der besten Überraschungen aller Zeiten. Wir müssen uns bald wieder unterhalten. Optional. Oh, wir haben schon ein hübsches Outfit an. So. Den Tisch der Freundschaft müssen wir irgendwo aufstellen. Ja, der passt ja eigentlich hier direkt vor Minikasita davor, oder? Möbel. Ich frage es einfach hier davor, so. Das sollte doch passen, oder? Verschwinden vermutlich eh gleich wieder, wenn wir das Foto gemacht haben. Au, das wird toll. So. Wir sind einfach zu groß.
Nein, du kannst heute nicht aufs Foto. Verdammt. Okay, wir müssen das irgendwie so von oben machen. So ist okay, denke ich. Wie Mirabelle einfach guckt. Oh, was macht unser Begleiter da? So vielleicht. Okay, das müssen wir nochmal machen. Vielleicht mit einem lächelnden Gesicht. Das geht doch. Das sieht gut aus. Okay, das lassen wir so. Sehr schön. Du bist es. Kannst du mir helfen? Hallo. Oh. Hi, Vaiana. Zu dir wollte ich gerade nicht. Was für ein schöner Tag. Hola. So. Ah, das Fest der Freundschaft hat so viel Spaß gemacht. Ich liebe dieses Dorf. Ah, mi familia ist vielleicht nicht hier und ich vermisse sie sehr. Aber da ich von so vielen Freunden umgeben bin, fühle ich mich hier wirklich im Tal wie zu Hause. Ah, und dann gibt es noch dich. Ich muss dir danken. Du bist immer für alle da. Das ist ein großes Geschenk. Du bist das Herz des Tals und deshalb möchte ich, dass du den Tisch der Madrigals bekommst. Dankeschön. Die Stühle auch? Oh, die Stühle auch. Sehr schön. Wo auch immer du ihn aufstellst, ich kann es kaum erwarten, wie viele lustige Momente wir um ihn herum erleben werden. Ah, und das habe ich auch noch für dich gemacht. Denk dran, du kannst immer auf mich zählen. Adios. Okay. Ein Kleid. Oh, und ein Poncho. Du hast mir wirklich geholfen. Das Fest der Freundschaft. So. Garderobe. Okay, was ist das denn jetzt? Was haben wir bekommen? Haben wir Oberteile bekommen? Oberteil war es schon mal nicht. Vielleicht ein Mantel? Türkisfarbene Dreamlore. Okay. Sieht ganz cool aus irgendwie. So. Oh, Hemd. Wo ist unser Pulli wieder? Sehr schön. So, und ich wollte mir aber trotzdem nochmal... Ich glaube, das war ein Rock, den wir da noch bekommen haben. Smaragdgrüner Dreamlight Rock. Auch nicht schlecht. Okay. Okay, so. Ja, sehr schön. Damit haben wir Mirabelle auch abgeschlossen. Ja, und dann gucken wir mal beim nächsten Mal, wo es dann weitergeht. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.